Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chaos of Deponia. Ich bin's wieder, euer Theon. So, machen wir hier weiter, nachdem ich eine kleine Pause eingelegt habe. Ja, arbeiten muss ich auch woanders, nicht nur hier. Also steigen wir mal in die Luke. Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen, sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt, reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz, stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Da ist sie. Verdammt, ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner, der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Oh Mann. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, dass das jetzt passieren würde. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon in der letzten Folge durchlaufen lassen. Aber egal. Also, das ist also der Sprengturm. Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen, aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? Niemand. Und hier haben wir auch den Dog. Was ist das? Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. So einen habe ich auch mal gebaut. Nur, dass die rotierenden Rasierklingen fehlen. Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? Autsch, das klingt schmerzhaft. Also, hier haben wir eine Fliege. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. Ein Frosch. Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. Achso, das sagt ihr jetzt wahrscheinlich überall. Und Schnabeltier. Bin ich ja echt gespannt, aber wir haben hier einen Poki und den hören wir uns jetzt an. Ja, ich hatte ja schon mal einen kleinen Ausflug in die Fauna von Deponia in einem anderen Entwicklerkommentar weiter vorne. Ja, hier haben wir gleich mehrere Tiere. Natürlich gibt es auf Deponia ziemlich viele Insekten. Die Hintergrundanimationen wimmeln nur so von ihnen andauernd. Und das erste Mal auch einen deponianischen Frosch. Und ja, was es damit auf sich hat, das findet ihr am besten selber raus. Vielleicht erzähle ich gleich im nächsten Raum nochmal ein bisschen mehr zu der ganzen Geschichte. Ja, sonst fällt mir nur ein, dass dieses gesamte Subkapitel hier quasi ganz neu entstanden ist und im ursprünglichen Konzept nicht drin war. Also was erzähle ich ja andauernd. Das kann ich ja noch viel besser erzählen über diesen Screen. Das ist halt mit als letztes entstanden.
Eigentlich gibt es gar nichts zu erzählen. Es ist ja sowieso viel zu spannend. Ihr wollt ja sicherlich auch weiterspielen und nicht die ganze Zeit meinen Kommentaren lauschen. Besonders dann, wenn ich nichts zu erzählen habe. Und es dauert und zieht sich hin und dauert und dauert und dauert. Und ihr seid so gespannt, wie geht's weiter? Oh Gott, wird Rufus den Tag noch retten können? Kommt er mit Gold zusammen? Und ich erzähle hier einfach so, ohne dass es irgendeine Information gibt. Wie grausam. Und ihr müsst euch das anhören. Ach, furchtbar, furchtbar. Ich hätte schon längst aufhören sollen zu reden. Das wäre viel besser gewesen. Ihr kauft euch nie wieder ein Spiel mit Entwicklerkommentaren, wenn das so weitergeht. Das ist furchtbar. Naja, jetzt lasse ich euch ja weiterspielen. Weiterspielen. Ja? Also, viel Spaß. Oh, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die Entwicklerkommentare ein bisschen leise. Könnte mir jetzt auch nur so vorkommen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, es leise gestellt zu haben. Also, reden wir mal kurz mit Doc. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah, jetzt sehe ich's auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu... Ja, genau, du mich auch. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Ich habe mir auch gerade eben gedacht, als er gesagt hat, das ist das Allerdümmste, was man sich vorstellen kann, habe ich mir gedacht, das ist eine Aufgabe für Rufus. Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es... Rufus! Rufus! Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Ich weiß nicht, was das gerade eben war. Gerade eben war der Sound weg, warum auch immer. Aber okay. So, Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Also nichts, was sich nicht wieder rückgängig machen ließe. Wer erzählt denn sowas? So eine genetische Verschmelzung ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann... Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Dir auch viel Glück. können wir hier... Nee, können wir nicht. Ich will mal was... Was passiert jetzt? Hier sind die Rebellen. Jo, machen wir Rufus Ex-Freundin. Hier haben wir Janosch. Die anderen beiden Rebellen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und hier haben wir wieder ein Poki. So, und ihr habt euch trotzdem wieder getraut, auf diesen Knopf zu drücken. Bravo erstmal dafür. Aber ich hatte ja auch angekündigt, dass ich jetzt ein bisschen mehr über die Tiere erzählen soll. Ihr habt jetzt mittlerweile mitbekommen, dass es sich bei diesen seltsamen Kabäuschen um Warentransporter des Organon handelt.
ausgemusterte auch noch. Und dass Rufus trotz entgegen aller Ratschläge von Doc sie quasi benutzt, um sich ins Innere des Organonturms zu teleportieren, was natürlich zu einer die Fliegeartigen Genverschmelzung führt, die ich für ein kleines Kombinationsrätsel hinhalten muss. Und auch dieses Rätsel wieder hatte ich lange Zeit nicht zu Ende durchkonzeptioniert, sondern wir haben einfach gesagt so, das wird schon lustig und da fällt uns was Lustiges ein. Und dann nachher ging es komplett auf, ohne dass wir irgendwas dafür tun müssen. Wir hatten einfach nur diese Idee, diesen Aufbau, haben es hingeschrieben und haben halt geguckt, so was passiert, wenn wir das und wenn wir das machen. Und nachher war es einfach so gelöst. Wundervoll. Ich finde es außerdem großartig, wie Rufus so komplett furchtlos mit diesem Schulterzucken, weil er einfach überhaupt nicht so weit denkt oder die, einfach die, gar keine, das Wort Sorge oder Angst irgendwie überhaupt gar nicht zu kennen scheint, wenn es um seinen eigenen Körper geht. Einfach sagt so, ja, ach, genetische Verschmelzung, das lässt sich schon wieder rückgängig machen. Ja, viel Spaß bei dem Versuch. Okay, ich könnte zwar spinnen, aber ich habe nicht das Gefühl, die Entwickler-Kommentare sind ein bisschen leise. Igitt. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Ich habe echt keine Ahnung, was denn hier jetzt passiert. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. Ja, aber der scheint jetzt leer zu sein. Oder nicht? Ja, tatsächlich, der war jetzt leer. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Na, wie sieht's aus an der Front? Ruwusch, endlich! Schnapp dir eine Waffe und hilf uns! Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Okay. Ohne die Fürsorge ihres selber Schutz. Ja. Der Organon ist in der Überzahl. Ja, solange diese Trottel Kanonenfutter spielen, habe ich vielleicht eine Chance, mich vorbeizuschleichen. Du weißt schon, dass wir jedes Wort hören können, oder? Nicht reden, Soldat. Kämpfen. Okay. Ohne die Fürsorge selber schon. Probiere ich mal was aus? Was kommt denn jetzt? Okay, jetzt ist die Kröte weg. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Ja, also sonst klappt das immer. Was? Go, go! Rufus Gummiarm! Tja, also sonst klappt das immer. Okay. Ah, ich habe eine Idee. Hoffe ich. Ich hoffe, dass ich eine Idee habe. Keine Idee. Keine blassen Schimmer. Also ich habe mich irgendwie mit der Kröte total vermanövriert. So, aus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Okay. So, probiere ich hier mal jetzt willkürlich irgendwas aus. Oh. So, aus da mit dir. Warum habe ich nur mein... Ja, jetzt steig ein.
Oh, ich habe echt keine Ahnung. Das Schnabeltier ist hier. Und die Kröte ist... Wo ist denn die Kröte hin? Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier anstellen soll. Jetzt ist die Kröte wieder da oben. Jetzt bin ich Rufus Frosch. Rufus Quackidus. Ich habe echt keine Ahnung. Ich könnte jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde rumspielen und hätte wahrscheinlich immer noch keine Ahnung, was ich hier eigentlich überhaupt machen soll. Okay, jetzt ist jeder wieder in seinem eigenen Käfig. Also da, wo die Fliege drin ist, ist links unten. Und, hä? Warte. Was war das gerade? Aua! Hier ist eine Luke! Ich meine... Okay... Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, ich muss die Kabine hier irgendwie wieder freikriegen. Wenn ich nur irgendwie wüsste, wie. Komme ich so da hoch? Nö. Ich muss da echt da rein. Ich glaube, das war mit dem Frosch. Wenn ich jetzt nicht... Bisschen... Nee, der Frosch kommt da hoch. Ich hab echt keine Ahnung. Jetzt dumm ist halt, ich kann mich nur mit dieser Fliege transporten. Und das ist nicht gerade schön. Was heißt hier Transport? Was ist denn jetzt? Ich habe eine Idee. Oder besser gesagt, ich habe keine. Also der Frosch ist schon mal da oben. Jetzt muss ich nur irgendwie... Nee, jetzt habe ich den Frosch da wieder rausgeholt. Das gibt's doch gar nicht. So, warum hat... Ja. Zylinder, Dompteur, bla bla bla. Also ich fliege als Fliege hier rein und es wird auf einmal hier leer. Und wenn ich den hier nehme, teleportiert es mich hier hin. Quark. Ich habe keine Ahnung. So. Das führt mich in den alten Fliegenbehälter. Das bringt es leider nicht ganz so, wie ich es gehofft habe. So. Wenn er wenigstens hier raushüpfen könnte, das wäre nicht schlecht. Ribbit. Ich muss irgendwie den Schnabeltier
hier rauskriegen, irgendwie das leer machen und mich als Mensch hierhin teleportieren, damit ich darauf klettern kann. Ich hab's doch mal hingekriegt. Ich glaube, ich muss mir das Video nochmal angucken. Ich habe keine Ahnung. Es hat die genetische Verschmelzung gut. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich auf dieser Seite schon mal war. Ah, kennt ihr das, wenn ihr euch am liebsten selbst den Kopf abbeißen würdet? Okay, jetzt bin ich hier wieder als Fliege. Dann fliege ich mal hier hoch zum Frosch. Achso, der will nicht. Nee, der will ganz und gar nicht. Was mir ehrlich gesagt auch nichts bringt, weil jetzt wieder diese komische Schnabeltier in der anderen Teleport-Vorrichtung ist. Wie gesagt, ich müsste es irgendwie anders hinbekommen. Der hier müsste hier hin und die Fliege muss da irgendwie komplett raus. Ich könnte heulen, Leute. Wirklich, ich könnte heulen. Aber nun gut. Ich glaube, der Part nähert sich langsam dem Ende. Mein Hirn fängt schon wieder an zu rauchen. Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen. Ja, mit dir werden sie alle draufgehen. Okay dann, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch ein Like. Ich will immer Like, ich bin zu viel auf Facebook unterwegs. Oh Mann. Nein, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert mich, das wäre super. So könnt ihr mir wenigstens zeigen, dass es Leute gibt, die dieses Video oder andere Videos angucken, die von mir sind. Das wäre super nett von euch. Also dann, ja, gibt's noch irgendwas zu sagen? Nö. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Part und ich werde versuchen, die nächsten Tage wieder 2 Videos hochzuladen. Wie gesagt, das waren jetzt die letzten Freitag, Samstag, Sonntag ein bisschen schwierig, weil ich da arbeiten musste. Aber ich werde wieder versuchen, mehr Videos hochzuladen. Ich will nämlich langsam auch wirklich mal fertig werden mit Deponia oder Randall's Mandel. Aber nun gut. Ich bin euer Theon und wir sehen uns im nächsten Mal. Bis dann, ciao.